herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch einen sogenannten Mischmasch-Haul. Das ist auf meinem Kanal ein Format, wo ich verschiedene Einkäufe zusammenlege. In meinem Fall ist es heute etwas von Douglas, Body Shop, Rossmann, bisschen was von Primark, aber wirklich nur Mini-Kleinigkeiten. Und ich lege die einfach gerne zusammen, weil für einen der separaten DM-Haul, Rossmann-Haul oder so, da lohnt sich es oft nicht. Also deswegen lege ich alles ganz gerne zusammen. Und ich hoffe, das gefällt euch auch so, weil, wie gesagt, ich sag euch in etwa, was das gekostet hat. Heute zum Beispiel hatte ich, beziehungsweise an dem Tag, wo ich das eingekauft habe, habe ich sehr viele super Angebote, die ich euch jetzt gerne weitergeben möchte, gerade bei The Body Shop. Killer-Angebote. Diesmal war Kiko nicht dabei, weil bei Kiko gab es, habe ich zwar geguckt, aber da gab es irgendwie nichts Neues, wo ich sagen musste. Ich bin jetzt heute auch fast ungeschminkt, Leute. Ich habe jetzt heute nur so eine ganz leichte Foundation drauf und so ein bisschen so ein Lip Plumper. Den kann ich euch übrigens total empfehlen. Das ist der von Trend It Up, der High Volume Lip Plumper. Der ist richtig gut. Und auf jeden Fall trage ich das schon eine ganze Weile. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall ganz real quick, was heißt quick, ich zeige euch in aller Ruhe meinen Drogerie, Primark, Mischmasch-Haul. Also beginnt gleich mit einer Kleinigkeit, die ich habe jetzt einfach alles in diese DM-Tüten reingepackt. Und zwar habe ich mir bei Primark eine total süße Flamingo-Tasche gekauft. Ich fahre ja demnächst auf die Glow und treffe dort meine Dana, meine Alida und meine beste Freundin. Wir fahren alle dorthin, um ein bisschen dezent zu eskalieren. Und ich habe zwar so eine Gold-Glow-Karte, aber wir werden uns ganz gediegen wie Pink-Gäste aufführen. Wir werden da rumlaufen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu einem Meet and Greet anstelle. Eigentlich eher nicht, weil ich habe halt die Karte einfach gekauft, weil es damals noch nicht klar war, welche Art von Karte wir kaufen wollen. Schreibt mir mal ganz, ganz gerne drunter, wer von euch da draußen auch dahin geht. Ich würde mich da super, super freuen drüber, wenn ihr mir darüber Rückmeldung geben würdet. Und auf jeden Fall, das war so das Item. Ich fand das so süß. Schaut mal, das ist auch so ein süßes kleines Flamingolein. Und ich fand diese Tasche sehr, sehr toll. Da war so mein Plan, zum Beispiel meine Foundation und meine Concealer reinzustopfen, weil das muss ich euch unbedingt zeigen. Ich habe mir für die Glow einen Kosmetikkoffer gekauft. Und zwar ist das so einer, der zum Ausziehen ist. Den habe ich bei Amazon gekauft, Leute, und der hat gekostet 32 Euro. Ich verlinke euch den sehr gerne unten, weil ich denke, dass viele von euch auch mal auf der Suche sind. Das ist von der Marke Wittchen oder wie das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall unnormal schön. Ich zeige euch den gerne von innen. Also das packe ich jetzt einfach mit in den Haul, weil das passt jetzt eigentlich ganz gut. Von innen ist der halt super cool aufgeteilt. Schaut mal, ihr habt auf der einen Seite, jetzt kommen mir da diese komischen Silizium. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach so eine Tasche, wo ich zum Beispiel komplett alles so Paletten und die ganzen, also ich will eigentlich alles so ein bisschen in Tütchen packen und da kommen so größere Palettchen rein. Die sind, der ist so süß. Und den habe ich von einer sehr, sehr engen Freundin von mir, von der Nicole, bekommen, weil ich hatte ja Geburtstag am 20. Januar und habe mir den dann von dem Gutschein von Amazon gekauft, weil ich hatte noch ein bisschen Gutscheine übrig. Und den kann ich auch hinter mir herziehen und den finde ich zum Beispiel so, so praktisch, weil es ist halt so, ich will halt schon, dass mein Make-up gut verstaut ist. Also es ist ja, sagen wir es mal so, ihr wisst, dass ich super gerne Make-up kaufe. Da schäme ich mich auch gar nicht für, weil ich habe wirklich wenig Hobbys, denen ich so exzessiv nachgehe. Muss aber sagen, dass das für mich mittlerweile so eine Art Kunstform geworden ist. Ich mag das unnormal. Ich finde, man kann sich dadurch unfassbar gut expressionieren. Also ihr könnt euch ausdrücken, ihr könnt auch unnormal zeigen an dem Tag, nach was euch der Sinn steht. Und zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel gar kein Make-up trage, fragen mich die Leute immer, ob ich krank bin. No, ich habe einfach nur keine Lust. Auf jeden Fall, dann wollte ich euch auf jeden Fall gezeigt haben. Und das ist jetzt so eine Sache gewesen, die ich so nebenher jetzt gedacht habe, die ich spontan euch zeige. Weil dieser Koffer ist wirklich unnormal praktisch. Ihr habt praktisch so Segmente, wo ihr Lidschattenpaletten reinpacken könnt. Ihr habt Segmente, wo ihr praktisch eure ganzen Tools reinpacken könnt und so weiter. Ihr habt kleine Täschchen zum Beispiel da drin. Und ich werde praktisch das ist jetzt auch mal eine von Primark. Die habe ich mir jetzt, ich glaube, schon vor Monaten gekauft.
Das sind dann so Sachen wie, da kann man zum Beispiel die ganzen Pinsel reinpacken und so. Und ich packe jetzt alles in so kleinere Täschchen, damit meine Sachen, und ja, das kostet ein Schweinegeld, also so Paletten oder so, das wäre super zum Kotzen, wenn die kaputt gehen würde. Also, oh no. Dann, das habe ich euch schon mal gezeigt, also jeder, der von euch da draußen Nager hat, Hasen, Meerschweinchen oder sonst irgendwas, ich habe zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Chinchillas. ich habe die früher, hatte ich ein paar Pärchen, die auch Babys gekriegt haben und habe die auch weitergegeben an Familien, die sich darüber sehr gefreut haben. Und ich habe das für mich entdeckt. Das ist dieses dein bestes Menü für Zwergkaninchen, und es gibt es auch für Meerschweinchen. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Da sind halt so kleine Körner drin, ein paar Bananenscheiben, Erbsenflocken. Und das ist ein getreidefreies Futter, wo ich halt dazu sagen muss, das ist sehr, sehr geil. Also das kostet 1,99 Euro. Das findet ihr beim DM, eigentlich bei jedem DM. Also es gibt ja DMs zum Beispiel, die etwas größer und kleiner sind. Aber das findet ihr überall. Und da habe ich jetzt mir, also in der Tüte alleine, waren nur 8 Tüten von dem Zwergkaninchen und dem Meerschweinchenfutter. Das mische ich dann immer gemeinsam zusammen. Manchmal mache ich dann noch Möhrchen und Erbsenflöckchen rein. Und das gebe ich dann halt meinen Tieren, weil ich einfach der Meinung bin, dass zum Beispiel meine Meerschweinchen essen halt wirklich nur, trinken Wasser, manchmal Fencheltee und Heu. Da kaufe ich von Hasenzahn das Bergwiesenheu. Das kostet, glaube ich, 5 Euro der Sack. Es ist zwar ein bisschen teurer, aber ganz ehrlich, wenn ich mir eine Palette für 50 Euro in die Fresse schmieren kann, kann ich auch meinen Hasen und oder meinem Meerschweinchen auch für 5 Euro einen Heusack kaufen. Und auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch eine zweite Tüte. Da sind so normale Sachen drin. Aber ich stelle es mal neben mich, weil das ist echt schwer. Und zwar habe ich 2 von diesen Päckchen. Das ist jetzt beim Rossmann gehort gewesen. Und zwar hatten die diese Woche diese Penaten milde Pflegetücher. Und zwar gab es da 4+1 umsonst. Und das ist jetzt praktisch dieses die mild pflegenden Feuchttücher, welche ich auch sehr, sehr geil finde, sind die von Hip. Das sind diese zart pflegenden Feuchttücher. Jeder, der meine Make-up-Tutorials sieht, der weiß, dass ich halt zum Beispiel immer mein Make-up abtrage von den Lippen oder auch zum Beispiel gröbste Verunreinigungen von meinen Augenbrauen nehme oder sowas. Oder zum Beispiel Mascara abpule. Und dafür sind die halt unnormal gut geeignet. Und ich musste aber auch sagen, die von Lidl sind auch sehr gut. Die von Aldi finde ich auch ganz gut. Die von DM, der Eigenmarke, finde ich allerdings nicht so gut, weil ich finde, dass dieser Stoff nicht feucht genug ist, damit ihr irgendwas aus dem Gesicht rauskriegt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist halt irgendwie nicht sehr angenehm, da was runterzurubbeln, außer diese Öltücher, die gehen. Und dann war ich noch bei DM. Genau, bei DM. Da mussten halt diese Denkmit Alltagtücher mit. Die gibt es in Apfelblüte, Grapefruit, Granatapfel. Und sowas wie Ocean Fresh, ja. Und die da zum Beispiel benutze ich immer, meinen Schminktisch abzuwischen. Ich mache damit auch die Katzenklo sauber. Wenn zum Beispiel eure Katzen zum Beispiel draußen ihre Pfoten immer rausscharren und da hängt vielleicht ein Böppelchen dran. So, ich habe ja 5 Katzen, da kann sehr wohl mal ein Böppelchen daneben fliegen. Dann kann ich die damit aufheben und habe das Gefühl, dass ich halt so mal ganz grob über die Katzenklos rübergehen kann. Macht das Sinn? Weil ich finde das einfach so ekelhaft. Also auch zum Beispiel meine Küchenoberflächen gehe ich damit drüber. Ich bin nämlich nicht so der Fan von zum Beispiel so krass Sprühattacken in der Wohnung, weil man atmet es dann doch ein. Die riechen sehr, sehr gut. Also die riechen wirklich mega angenehm. Die kosten, ich glaube, 1,25 Euro oder 1,35 Euro. Und ich kaufe da immer gleich 4, 5 Stück. Also diesmal habe ich 2, weil ich habe noch 6 unter meinem Meerschweinchen. Ich habe die auf so einem TV-Bank von Ikea draufstehen. Und darunter habe ich praktisch so ein Backup von diesen Pflegetüchern. In meinem Schminkzimmer selber bewahre ich die auch hier auf, damit ich praktisch immer welche da habe. Auf meinem Tisch habe ich jetzt 2, 3 Päckchen noch übrig. Und wenn die ausgehen, das geht halt gar nicht. Weil zum Beispiel ich auch meine Pinsel damit abwische und solche Dinge. Und dann mussten ganz dringend, das sind solche ganz normalen, random Sachen, also ich zeige euch jetzt kein Klopapier oder so, das habe ich gekauft, ganz heimlich, ohne euch zu zeigen. Und zwar einfach von Ebelin, diese Super Maxi Pads in Super Soft, und zwar 50 Stück. Ich kaufe immer gleich
4 Stück, weil ich habe da so einen Spender auf dem Tisch. Also ich habe da 2. Also einmal so einen zum Rausziehen und einfach einen so vom Ikea, so ein Ding. Weil manchmal tränke ich diese Packung zum Beispiel in Rosenwasser, weil ich habe euch ja mal erzählt, dass ich bei meinem Inder sehr geiles Rosenwasser gefunden habe. Auch beim Türken könnt ihr mal gucken. Dieses Gulyusun von Rosens oder wie das heißt, das ist für 15 Euro. Das ist echt zu teuer, Leute. Da kriege ich echt das Brechen, weil es ist einfach zu viel Geld, muss ich euch ehrlich sagen, für diese Menge an Produkt. Und ehrlich gesagt, 15 Euro, hey Leute, das ist echt viel Geld. Und diese mussten auf jeden Fall mit, weil, also ich benutze immer die großen. Also die kleinen zum Beispiel benutze ich, um meine Fingernägel zum Beispiel sauber zu machen oder so. Oder mal zum Beispiel ganz präzise irgendwas abzutragen. Aber um jetzt praktisch mein Gesicht zu reinigen, das Make-up runterzunehmen, nehme ich nur die. Hoffentlich sieht es jetzt keiner. Ich brauchte ganz dringend nach meiner letzten Periode, ich meine, ich schäme mich das nicht zu erwähnen, also auch ich habe meine Periode, ja, nein, ich bin nicht schwanger, deswegen habe ich meine Periode. Sind Maxi-Binden in extra lang, und zwar die Plus. Ich kann euch die gerne mal zeigen, weil ich die sehr, sehr praktisch finde. Dadurch, dass ihr wisst, dass ich Dauernachtwache bin, und ich stecke mir gerne diese Binden halt in die Tasche, weil ich finde, dass sie sehr sauber verpackt sind. Und das, was toll ist, wenn ihr die, sag mal, beschmutzte und eingeblutete Binde habt, könnt ihr die auch hier reinpacken, etwas zukleben und dann halt in einen Kuttereimer geben. Das ist auch ein bisschen umweltschonender, dass ihr halt praktisch nicht noch extra Tüten kaufen müsst. Da sind 20 Stück drin und die reichen dick. Also etwa eine Reihe. Eine Reihe braucht ihr. Das sind 10 Stück. Also wenn ihr so zweimal am Tag etwa wechselt, dann kommt es hin, dass ihr etwa knapp 2 Monate damit klarkommt. Außer ihr habt natürlich mehr Regelblutung, dann braucht ihr so ungefähr so eine Regelblutung plus noch eine halbe oder so. Also ich finde die sehr, sehr gut. Ich finde die auch sehr sauber. Und was ganz, ganz toll ist, die sind halt echt schön breit. Also die sind schön breit, sodass ihr die euch in die Unterwäsche legen könnt. Und da sind auch Flügel dran, die könnt ihr dann umklappen. Und ich finde die auch super. Also ich habe die nur noch in der Tasche. Ich bewahre sowas hier bei uns im Klo auf, in meiner Arbeitstasche. In meinen Arbeitsstellen gibt es manchmal auch so kleine Schubfächle, so Kallax-Schränkchen. Und dann stopfe ich mir ab und zu mal dahin, weil leider Gottes kann man das halt auch nicht planen, trotz Pilleneinnahme. Und die, muss ich sagen, benutze ich jetzt seit 2 Jahren durchgängig. Ich bin sehr zufrieden. Die kosten 1,65 Euro die Packung. Und da habe ich immer Backups. So ein Ding so nebenher. Also ich habe jetzt zum Beispiel früher sehr gerne Tampons benutzt. Aber ich habe jetzt ganz, ganz oft gehört, dass es ja dieses toxische Syndrom gibt. Da warne ich euch echt vor, Mädels. Also wenn ihr Tampons benutzt, ja, dann wechselt sie wirklich so regelmäßig, dass es nicht, sage ich mal, 5-6 Stunden sind oder so. Über Nacht, ich hatte das früher leider auch so gemacht. Ich habe halt über Nacht Tampons benutzt, weil ich dachte, ja, wenn ich schlafe und morgens aufstehe und völlig eingeblutet bin, dann ist es zum Beispiel sehr schwierig. Ja, ihr fühlt euch halt eklig und es ist einfach so alles so schmutzig. Und ich habe dann halt überlegt gehabt, okay, da kommt man sich auch blöd vor, ja, also wenn man sagt, ich brauche plötzlich solche Bücher in der Unterhose. Aber die haben halt echt die perfekte Dicke und die sind auch echt schön lang, dass ihr wirklich auch bis zum Popo nach hinten auch wirklich Platz habt da drin, so dass ihr praktisch nicht das Gefühl habt, dass ihr irgendwie auslauft oder so. Und deswegen, ich trage zum Beispiel tagsüber, wenn ich mal eine Tagschicht habe oder so, da habe ich eigentlich auch immer Zeit, um Binden zu wechseln. Deswegen bin ich jetzt persönlich mit meinen 29 Jahren mittlerweile komplett auf Binden wieder umgestiegen. Ich habe zwar Tampons, aber die habe ich jetzt wirklich nur in der Tasche, wenn die ersten paar Tage, also meistens die Regelblutung, die ersten 2-3 Tage sind eigentlich so die stärksten, eigentlich bei jeder Frau. Und deswegen benutze ich dann lieber die Tampons. Also nur das dazu. Dann habe ich was richtig Cooles entdeckt. Und zwar ich räume jetzt mal ein paar Sachen auf dem Tisch aus. Ich habe jetzt auch noch den Kassenzettel aufbewahrt, damit ich ungefähr weiß, was es gekostet hat. Also ich habe mal wieder, waren 60 Euro beim DM. Ich weiß immer gar nicht, warum 60 Euro sind. Ich kaufe doch gar nichts ein. Ich habe mir, also ist jetzt nicht cool, ich habe mir einfach diese Mülltüten gekauft. Das sind 20 Liter Tüten. Das sind halt echt coole. Ich zum Beispiel, ich achte auch immer darauf, dass ich sehr sparsam mit Ressourcen umgehe. Also zum Beispiel jetzt mein Beauty-Mülleimer, das ist ein ganz normaler von Ikea, der hat auch das. Der wird wirklich erst geleert, Leute, wenn der rammelvoll ist. Also ich leere zum Beispiel meine Mülleimer nicht
sinnlos irgendwie, nur damit man sie geleert hat. Ich mache wirklich die Mülltüten voll, weil ihr müsst da einfach sehr viel mitdenken, weil die heißen auch oft Denk mit, ja. Weil es ist einfach so, manchmal benutzt so viel Plastik und das baut sich ja gar nicht in der Umwelt ab. Aber deswegen, wenn ich zum Beispiel Papiermüll habe, das Kosmetikmüll ist eigentlich nur Papiermüll. Dann nehme ich die Tüten, also die Tüte ist jetzt bestimmt schon 3 Monate alt, weil ich einfach den Müller nehme und einfach in den Papierkorb schmeiße. Dann nehme ich noch, habe ich hier diese Garnier Skin Active Hautklar. Das ist Reinigung mit das ist Reinigungs- und Abschminkgel. Das benutze ich schon eine ganze Ecke. Das habe ich immer, also mein Freund und ich benutzen das beide und zwar im Bad stehen. Das ist, kommt mit so einem coolen Pumpstoß und damit kriegt ihr eigentlich so, also das ist so wie so ein Reinigungswaschgel. Ich benutze da eigentlich wenig von Balea, weil mir da eigentlich nicht so viel gefällt. Ja, also das hat mir nicht so viel gefallen, so die Balea-Produkte, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht irgendwie, ich fühle mich da irgendwie nicht sauber irgendwie, macht das Sinn. Und auf jeden Fall, das sind halt so die Garnier-Produkte, trotz dass sie nicht cruelty-free sind und auch von, ich glaube zu L'Oreal, glaube ich, gehören die. Ist das Einzige, wo ich mich irgendwie wohlfühle und auch wirklich die Haut sauber ist. Weil ich muss sagen, ihr seht ja mein Hautbild jetzt recht natürlich. Also ich muss sagen, klopfen, habe ich keine Probleme mit. Dann habe ich eine neue Zahnpasta mitgenommen und zwar die Sensodyne Multicare Tiefenreinigungspasta. Ich mag die Sensodyne Zahnpasta sehr gerne. Ein kleines Secret von mir, wenn ich eine Zahnpasta benutze, die irgendwie einen ganz ekelhaften Geschmack ist, fange ich an morgens mich zu worksen. Also mir ist richtig schlecht beim Zähneputzen. Und da neige ich dann auch dazu, lieber nicht nochmal die Zähne zu putzen, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss mich übergeben. Also das ist nicht lustig, Leute. Also ich fange wirklich, so sitze ich dann da, obwohl ich nur Zähne geputzt habe, das ist echt übel. Dann, ich hatte ja mal ein Tauschpaket mit der Laura, diesen Adventskalender, und da hatte ich so eine coole Maske drin. Und zwar von der Sorte Misha. Und da habe ich jetzt gesehen, die Misha-Masken haben jetzt gekostet 1,75 €. Das ist jetzt nicht billig, aber ihr solltet es da jetzt nicht alle jeden Tag machen oder so. Also ihr könnt es natürlich, wenn ihr Geld habt. Das ist jetzt eine Maske, die fahle Haut wieder zum Strahlen bringt. Das ist praktisch die Sorte Pearl. Also ihr seht ja auch, das ist voll cool, das reflektiert auch so toll. Dann habe ich noch eine Maske, gegen die sehr viel Feuchtigkeit gibt, mit Aloe. Dann habe ich eine gekauft, auch die spendet auch Feuchtigkeit, auch mit Green Tea Effekt. Das mattiert dann auch noch so ein bisschen. Und dann habe ich noch mal eine, die seidige und zarte Baby-Popo-Haut macht. dann habe ich natürlich, wie könnte es anders sein, Jenny ist natürlich mal wieder nicht an der dekorativen Kosmetik vorbeigekommen. Ich versuche es ja immer und denke mal, oh Jenny, du bist halt so schlecht. Und zwar habe ich mir ein NYX-Pigment mitgenommen. Die DM-Marken, also DM-Filialen haben ja jetzt auch oft diese großen NYX-Aufsteller oder sogar ganze Mini-Filialen. Und ich habe mir jetzt diesen Glitzer mitgenommen. Das ist die Farbe Crystal, glaube ich. Ich glaube, das ist Crystal. Genau, das ist Crystal. Und der ist richtig geil. Also das ist so ein richtig schöner, grober Glitzer. Weil ich gehe ja demnächst zum Helene Fischer Konzert. Also das Video kommt ja jetzt am Sonntag online. Und ich gehe am Mittwoch, bin ich in Stuttgart beim Helene Fischer Konzert. Und ich freue mich unnormal. Also ich liebe diese Frau, sie ist so talentiert. Leute, ich war überhaupt kein Fan von der und jetzt obsessed. Dann habe ich mir noch einen Buttergloss mitgenommen, weil, wie ihr seht, ich bin gerade irgendwie total übertrieben abgegangen auf Glosse. Ich habe sehr einige davon. Und zwar habe ich hier Butterglosse, Mats, Soft Mats und so. Glosse habe ich auch einige. Ich finde die so geil. Also ich habe hier die Farbe, ich glaube, was ist das? Eclair. Dann habe ich hier die Farbe Cupcake. Ibiza habe ich noch. Dann habe ich hier Peach Gobbler oder sowas. Und ich muss echt sagen, ich bin ein Monster. Achso, und dann ist hier nochmal ein Buttergloss in der Farbe Ginger Snap. Und dann habe ich mir noch den mitgenommen. Und zwar habe ich den von der Andrea Matilano. Das ist auch eine tolle YouTuberin. Die fand diesen ganz arg toll. Und zwar in der Farbe Creme Brulee. Und das ist ein ganz tolles Nude, was eure Lippen... Also, die sehen danach echt Porno aus, muss ich euch sagen. Weil die sehen aus, wie wenn da irgendwie so ein Lipfiller drin ist. Also...
Also so Schönheits-OP-Lippenstift. Also wenn ihr halt so Lipglosse tragt, dann sehen eure Lippen allgemein etwas dicker aus, ja. Und ich trage den mal gerne auf. Also der, oh, die riechen abartig. Also ihr seht ja, der gibt nicht so arg viel Farbe ab. Also das ist wirklich ein ganz zarter Gloss, leicht rosa Stich, aber total im Rahmen, also total gut. Ich habe den jetzt einfach mal gekauft, weil ich fand die Buttergloss, also die Buttergloss sind meine liebste Formulierung, was Glosse angeht, weil ich die halt unnormal geil finde. Und dann, da wird es ein separates Video zu geben, weil ich sowas von gespannt bin. Und zwar habt ihr die schon gesehen, das sind die Tattoo Brows von Maybelline. Und zwar ist es so eine Art Tinte, die ihr auf die Augenbrauen auf. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ich habe jetzt gerade von NYX diese Tame and Frame Pomade. Ich benutze halt wieder Pomaden. Ich habe mich ja jetzt irgendwo dagegen entschieden, dass ich praktisch mich nochmal microbladen lasse, weil es einfach so weh getan hat. Also ich kann das irgendwie nicht gut schwätzen. Es ist halt einfach arsch weh getan, ja. Und es ist jetzt eine Möglichkeit, da steht halt drauf, wenn ihr die praktisch bis zu 3 Tagen kann die halt, also ihr müsst es praktisch irgendwie auftragen, genau. Also hier der erste Schritt ist praktisch das Auftragen, ihr müsst natürlich die Form treffen, das ist natürlich super wichtig. Und das staint, also praktisch tintet eure Haut, die da drunter ist, ja. Das heißt, es unterstützt ein bisschen, also meine Augenbrauen sind jetzt so auch nicht so krass ausgefüllt. Ihr bekommt praktisch einen dunkleren Untergrund von euren Augenbrauen und das gibt auf jeden Fall ein separates Video. Das ist richtig cool. Jetzt Endspurt. Habe ich noch 3 schöne Sachen von, eigentlich von der Alida, weil ich habe, Alida, das Mäuschen, hat mir einen so geilen Gutschein geschenkt von Douglas und ich konnte nichts sagen, ich war einfach geschockt, ja, es war nicht wenig auf dem Gutschein, vielen, vielen Dank nochmal, Schatz, das hat mir echt viel bedeutet und ich habe mir von diesem Gutschein bei Douglas 3 der Melted Mattes von Too Faced gekauft. Und zwar gab es 20% bei den Neuheiten auf Douglas. Und diese Melted Mattes gab es jetzt in neuen Farben. Und zwar habe ich einmal die Farbe, muss mal schauen, wo sie steht, Band and Snap. Band and Snap ist ein sehr, sehr, sehr schöner, bäriger Ton, der unnormal geil auf den Lippen aussieht. Ihr habt wunderschöne Lippen. Dann habe ich noch einmal die Farbe, das ist so ein richtig krasses Pink. Und zwar ist es It's Happening, also eine sehr, sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Ich trage Pink sehr gerne, aber nur auf den Lippen. Auf den Augen finde ich es auch nicht schlecht, aber ich brauche halt irgendwas. Und jetzt habe ich mir nochmal eingekauft gehabt. Also da gab es halt 20%. Das heißt, wenn ihr praktisch dann 3 Stück gekauft habt, habt ihr statt 60, also einer kostet 19,99, Leute. Ich habe schon 2 Farben, und zwar Lady Ball und Child Star. Und jetzt ist es mein 5. Und das ist bestimmt nicht mein letzter, weil das ist eine super geile Liquid Lipstick Formulierung. Ich bin gerade so ein bisschen abgekommen von Liquid Lipsticks. Ich freue mich auch unnormal, dass Mittwoch am 31. Colourpop die ersten Lippenstifte launcht. Das heißt, ich werde da wieder obsessiv glotzen auf der Online-Internetadresse. Und das ist die Farbe, wie heißt das? Feeling Myself. Also das ist ein sehr, sehr schönes peachiges Nude. Und die wird auf jeden Fall super aussehen. Allerdings trage ich solche Farben nur mit einem dunkleren Lip Liner. Also das ist natürlich nur sozusagen. Und dann war ich bei The Body Shop. The Body Shop, übertrieben. Übertrieben. Ich habe bei The Body Shop so krass eingekauft, Leute. Und zwar, gebt euch das mal. Also das ist jetzt hier die Kassenzettel. Ich hätte bezahlt über 80 Euro. Ich hätte bezahlt, da bin ich wieder, über 80 Euro, ja, und habe aber dann zum Schluss knapp 60 bezahlt, weil ich habe einen Coupon noch von der Arbeit, also ich habe 25% als von der Fachpflegegruppe hat man dann einfach, also wenn man halt Mitglied in so einer Beatmungsfirma ist oder so, kann man, also ich habe noch von meiner alten Firma diesen Coupon, den nutze ich immer noch und habe hier
mir Items gekauft. Da muss ich euch erklären, wie ich das so zusammengestellt habe. Weil ich hoffe, dass dieses Angebot noch da ist, solange ich jetzt euch das erzähle. Deswegen lade ich auch so schnell es geht hoch für euch. Und zwar, ich habe die Kombination genutzt. Also ich habe einige, ich glaube, diese zwei Produkte, genau, und diese zwei Produkte und diese drei, genau. Es gab da Kombinationsrabatte. Und zwar hast du, wenn du zum Beispiel Haar- und Body-Sachen kaufst, hast du das zweite Produkt 50% rabattiert bekommen. Und zwar das günstigere von beiden natürlich. Dann hast du zum Beispiel von den Sale-Produkten, das ist in dem Moment jetzt im Bodyshop zum Beispiel die Winteredition, hast du drei Sachen gekauft und eins, ich denke mal das günstigste, umsonst bekommen. Wenn du natürlich schlau bist, kaufst du einfach drei, die alle gleich kosten und hast dann gleich 10 Euro gespart. Und von den Produkten, die jetzt neu sind oder beziehungsweise halt, sag ich mal, für dich interessant sind, ja, ist es dann so, dass du praktisch meinen Gutschein von 25% von der Arbeit genutzt hast. Und somit habe ich dann praktisch fast 23 Euro gespart. Das war richtig geil. Und ich zeige euch mal jetzt die Produkte. Also wie gesagt, ich zeige euch in etwa, was die regulär kosten. Das ist mein Lieblingsshampoo. Das ist das The Body Shop Banana Truly Nourishing Shampoo for Normal and Dry Hair. Und zwar ist das ein... Oh, das ist das geilste Shampoo ever. Von was ich euch abraten kann, ist der Conditioner. Der bringt gar nichts. Also dann kauft euch lieber die Haarmaske. Das Shampoo sieht folgendermaßen aus. Und Leute, es riecht unnormal nach Banane. Banane pur, wie wenn ihr sie drücken würdet und so eine richtig schöne, schwarze, gammelige Banane drückt. So riecht das. Und das ist so geil. Ich esse Bananen überhaupt nicht gerne, muss ich dazu sagen. Also deswegen wundert es mich, dass ich auf diesen Duft so stehe. Aber das Shampoo, wenn ihr in der Dusche steht und dann plötzlich riecht alles so nach Coco Cabana, hammergeil. Und da, also praktisch, man konnte sich praktisch aus derselben Reihe oder so, also man konnte irgendwie zwei kombinieren, also entweder zwei Skincare-Produkte, zwei Haircare oder zwei Body-Produkte, sprich Body-Butters oder so. Und ich habe mich entschieden für die Banana Truly Nourishing Hair Mask, also die passende Maske. Und zwar zeige ich euch mal, wie die von innen aussieht. Die sieht von innen so aus. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe die auch schon heute benutzt. Leute, meine Haare sind butterweich. Sind weich, sie fühlen sich so gesund an und ihr braucht auch sehr wenig, also ich nehme wirklich nur so eine Walnussgröße, ja, und verteile es dann nur in meine Haarspitzen. Leute, macht nicht den Fehler und kickt euch die Maske hier drauf, weil oft ist sie zu fettig für die Kopfhaut und dann seht ihr danach nach dem Tag aus, wie wenn ihr in Öl gebadet habt. Einfach hier in die Spitzen einmassieren und dann praktisch so ein bisschen einwirken lassen. Währenddessen könnt ihr euch rasieren oder irgendwie euren Körper waschen oder mit so ein bisschen massieren, mit so einer Rolle oder so. Und dann einfach auswaschen. Die da kostet regulär 15 Euro. Ich habe dann praktisch beide zusammen für 25 bekommen und das Ding dann für 5 Euro. Das heißt, ich habe dann für beide Produkte 20 statt 25 bezahlt. Also echt gut. The Body Shop ist auch absolut cruelty-free und vegan. Vieles davon, was ihr zum Beispiel auch kauft, geht auch in den Tropical Rainforest oder so. Und The Body Shop hat es absolut nicht nötig, weil die stehen für ihren Namen damit und das ist richtig geil. Etwas, was ich mir nachgekauft habe, weil ich jetzt erfahren habe, dass es rausgeht, ist dieser Duft. Indian Night Jasmine. Das ist ein Eau de Toilette. Das ist ein 100. Ich habe davon auch noch die andere Sorte, die ist auch Italian Summer zum Beispiel. Das ist so eine Packung. Ihr müsst jetzt vorstellen, diese Packung von dem hier ist praktisch einfach nur orange. Das ist so ein richtig schöner, orientalisch-indisch angehauchter Duft. So marokkanischer Style. Da ist, ich lese mal vor. Since ancient times, Indian women have used jasmine flowers to perfume and adore their hair. Jasmine's small fine flowers reveals a strong scent and reaches its most powerful intensity at night. In India, we extract the jasmine essence from hundreds of freshly picked flowers to compose a unique, warm and intensely heady white floral fragrance at heart, deepened by note of sandalwood and vanilla. Also auf Deutsch, also es ist praktisch Sandelholz, Vanille und praktisch diese ganz starke Jasminblütenduft. Ich habe davon noch fast eine halbe Flasche und ich habe für die, haltet euch fest, statt 42 Euro 12 bezahlt und davon habe ich noch
25% bekommen. Das war Hammer. Ich kann euch die Bodyshop, also wenn ihr mal, jetzt ist ja demnächst Valentinstag zum Beispiel. Also ich will auch gucken, dass ich ein Video drehe über Marken oder beziehungsweise Geschenke, die ihr euren Frauen machen würdet, beziehungsweise die ich euch ans Herz legen kann, was ihr euren Männern sagt, was ihr kaufen sollt. Das gehört definitiv dazu. Also die Düfte von The Body Shop sind unnormal leicht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den benutze, das ist Italian Summer Fig, das Fig, also so wie so ein Sommernebel praktisch. Das ist so angenehm auf der Haut. Es ist auch nicht so alkoholhaltig, das heißt, ihr habt nicht so das Problem, dass es super brennt oder so. Ich habe das in den Haaren, in meiner Jacke, in meinem Schal und das finde ich richtig, richtig geil. Was ich mir jetzt als Skincare gekauft habe, ich bin ja gerade auf diesem Rosentrip, ja, und da gab es jetzt die neue The Body Shop British Rose Petal Soft Gel Toner. Ich wollte mir halt mal einen Toner kaufen, weil ich hatte mal einen von der Seaweed-Reihe, das ist praktisch exakt gegen fettige Haut praktisch, also enorm gegen, und das ist praktisch diese Reihe, also British Rose, und da, die fand ich halt sehr, sehr gut. Also da sind tatsächlich, seht ihr das, so kleine Sachen drin, die da rumschwimmen. Das sind kleine getrocknete Rosenblätter. Und den benutze ich jetzt mal als Toner. Der kostet, glaube ich, alleine 15 Euro. Und damit 25% seid ihr dann bei knapp ein bisschen über 10. The Body Shop finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und auch von den Angeboten. Ich muss sagen, wenn ihr einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmt, zum Beispiel 50 Euro, also Leute, ich hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte, 8 und muss sagen, unnormal gute Qualität. Ich habe davon auch zum Beispiel Primer zum Beispiel, ich weiß nur nicht genau, wo ich den hingeschmissen habe. Das ist so eine Gelcreme, glaube ich, so ein... Ich weiß nicht mehr, wo ich die hingepackt habe. Irgendwo liegt die hier. Das ist so ein Töpfchen von der Seaweed-Reihe. Das ist so ein Oil, also ein Oil, also Anti-Oil-Gel. Und das klappt so, so gut. Also den Toner dafür liegt neben mir an meinem Bett. Und ich benutze es jede Nacht, gerade in der T-Zone. Und habe seitdem echt wenig Probleme, weil es gibt auch sehr viel Feuchtigkeit. Und das werde ich auf jeden Fall testen. Und ich gebe mal Rückmeldungen in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt. Und was halt sehr, sehr cool war, ich habe noch von der Winteredition 3 Sachen geshoppt, weil ich fand die so geil, Leute. Und zwar habe ich hier einmal Frosted Plum. Und zwar habe ich mir einen Body Scrub. Das Body Scrub, das ist ja praktisch dieses, wie so eine Art Peeling. Das riecht richtig geil. Das riecht so richtig nach Pflaume. Kennt ihr das, diesen Pflaumenkompott oder sowas? Und das irgendwie so richtig mit einem Fresh Kick irgendwie total geil. Und die sind nicht so billig. Die kosten, glaube ich, 14 oder 16 Euro. Hab aber jetzt praktisch ein Produkt umsonst bekommen. Also nehmt euch wirklich ein Herz und kauft euch einmal einen Body Scrub. Ihr braucht so wenig, Leute. Also ich scrub zum Beispiel komplett eigentlich nur meinen Bauch, meine Achseln zum Beispiel. Gerade weil das ja auch einen super Duft abgibt. Dann braucht ihr danach auch kein Deo. Das Gesicht bitte nicht benutzen, weil dafür ist es sehr stark parfümiert. Weil ich muss sagen, meine gute Haut kommt nur von sowas, aber nicht von sowas. Und dann meine Lieblingssorte. Ich hoffe, dass sie wirklich jedes Jahr wieder zurückbringen, weil die riecht so geil. Und zwar sieht es so aus. Das ist Vanilla Chai. Kennt ihr diese Chai Latte von Krüger? Genau das ist das. Einfach abnormal. So lecker, Leute. Könnt ihr euch das nicht vorstellen. Wirklich super geile Düfte. Und dieses Jahr habe ich eine Body Butter gekauft, die ich so gut fand, dass ich dachte, wow. Und zwar ist es die Body Butter in Pumpkin Vanilla. Das ist hier, wie heißt das? Wie heißt die Sorte? Ah, Vanilla Pumpkin. Und Pumpkin ist ja Kürbis, das wisst ihr ja bestimmt. Und ich stehe auch total auf die Pakete. Zu Weihnachten gab es so tolle Düfte. Also so Vanilla Chai, Pflaume und dieser Pumpkin Vanilla ist zum Beispiel absolut mein Favorite. Also wenn ich hier so runter gucke, das sieht schon echt Katastrophe aus. Aber das ist eigentlich so der Anfangsmonatshaul. Also ich kaufe eigentlich meistens am Anfang des Monats sehr viel an. Klar, mein großer Lohn kommt, deswegen gucke ich, dass ich immer alles verdiene. Darüber werde ich euch auf jeden Fall ein Video abdrehen. Kann auch sein, dass ich dann genauso aussehe wie jetzt, weil ich bin so neugierig. Ich will das jetzt eigentlich direkt mal testen. Und ich räume jetzt den ganzen Scheiß
in die dazugehörigen Schubladen und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, meine Lieben. Vergesst nicht zu abonnieren und an alle, die an meiner 300 Abonnentenverlosung teilgenommen haben, vielen, vielen Dank, Leute. Es hat unnormal Spaß gemacht. Die ganzen Pakete, die drei Gewinner, habe ich, die wissen ja schon Bescheid. Ich hatte diese Woche unnormal viel Arbeit, also ich sende die einfach nächste Woche weg. Im Laufe der Woche, ich habe jetzt, ja, Mittwoch habe ich dieses Helene Fischer Konzert, da komme ich dann vorher nochmal zur Post, also am 31. denke ich, werde ich sie alle wegschicken. Und dann hoffe ich, dass die Sachen auch bei euch ankommen. Wie gesagt, ich kann nicht garantieren, wenn ich sie losschicke, dass es auch wirklich bei euch ankommt. Das liegt dann echt an der Post, weil ich schicke die Sachen unversichert weg, weil das eigentlich, finde ich, nicht nötig ist, wenn da so kleine Items drin sind, noch 2-3 Euro mehr zu bezahlen für so ein Päckchen, weil das ist schon so echt teuer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Video nächste Woche wieder.